Herzlich willkommen zurück bei Anno 1503 zu einer weiteren Folge. Genau. Wir haben in der letzten Folge hier unsere Stadt mal ein bisschen weiter ausgebaut. Und ich würde vorschlagen, das machen wir auch gleich weiter. Oh Scheiße, mir fehlt gerade eines Salz, habe ich ja ganz vergessen. Das Holz. Ach komm, ja. Hier 1, 2 wollte ich machen. Und hier das damit dran. So. Dann machen wir hier drüben einfach gleich weiter mit dem Salz. So. Gut, gut. So, Salz haben wir dann erstmal. Da kannst du wieder lospesen und jetzt müssen wir erstmal das Schiff suchen, was hier lediglich Nahrung transportiert. Das ist schon mal nicht. Das ist nicht. Du könntest es sein. Nein, du bist es aber auch nicht. Ach, du bist... Nee, du holst aber Tabak noch mit. Ist ja ungünstig. Hier nicht irgendwo ein Schiff, was nur Nahrung holt? Huh. Offensichtlich nicht. Ja, ist auch kein Problem, dann schicken wir einfach ein neues Schiff los. Oder später werden wir die Nahrung auf jeden Fall noch brauchen. So, 1, 2, 3 und 4 und 5. Und das alles jetzt hier bitte ausladen. 1, 2, 3. Okay, ich glaube, können wir es ruhig doppelt machen. Ich glaube, das geht schon. So. Neues Schiff gleich mal rausschmeißen. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant? Und dann warten wir erstmal wieder. Alkohol wird weniger, wenn ich das gerade richtig sehe. Stoffe werden weniger. Dann kümmern wir uns doch da mal direkt drum. So. Schnauze, ihr Mistviecher. Schnauze, ihr Wölfe. Ach, Leute. Baumwolle.
Menschen fühlen sich unter eurer Führung wohl. Oh, der ist Premium-Klasse hier vorne. Der ist richtig nice. So. So, hier das ganze Zeugs weg. Zack. So. Was auch immer hier passiert ist. So. Ich hoffe mal, das passt soweit. Okay. Baumwolle hier. Einfach nochmal alles voll machen mit Baumwolle. Ich würde vorschlagen, wir übertreiben es einfach gleich mal wieder und bauen hier einfach gleich mal weiter. Okay, oder wir können es nicht komplett übertreiben. Okay. So, hier und da und wow, perfekt. So. Dann noch. Okay, dafür habe ich nichts mehr. Du kannst eigentlich schon mal wieder loscruisen. Baumwolle. Baumwolle. Kleidung und Schmuck. Okay, machen wir es halt andersrum. Schmuck und Kleidung. So. Ja, Captain. So. Antenne. Eins, zwei, drei Läden hier noch hin. So. So sieht das schön aus. Da einen hin und hier einen hin. Und dann haben wir hier noch ein Stück Straßen.
Und dann lebt der Lachs. Da wäre die Insel dann auch voll. Ja, das passt doch hier. So, jetzt werden sie zwischen 70% und 80% aller Arbeiten hier. Okay, der nicht. Der jetzt auch gerade nicht. Kann der sich hier vielleicht mal hinlegen. Gut, die starten auch gerade mit ihrer Produktion. Ansonsten passt das doch. Ist alles wunderbar. So. Sehr schön. Captain, mein Captain. Setz Vollzeug. Setz Vollzeug. Naja, gut. Schade. So, wie schaut's aus? Können wir weiter expandieren? Alkohol ist eine Sache. Lampenöl passt, das finde ich gut. Salz dürfte doch hoffen. Ja, doch, Salz wird auf jeden Fall mehr. Können wir kein Salz anbauen? Klamotten werden, also Stoffe werden mehr. Und Nahrung bleibt konstant. Dann würde ich vorschlagen, fahren wir mal hier rüber. Und kümmern uns mal darum, dass wir hier auf der Insel ein bisschen Alkohol abbauen. Ja, man kann Alkohol abbauen. Einwohners. Stimmt, hier wollte ich ja. Was ist eigentlich mit dem da passiert? Ach, kein Pavillon hat der wahrscheinlich. Das ist natürlich schrecklich. Kein Pavillon zu haben, ey. Das ist ohne Grund, direkt die Stadt abzureißen. Fuck. Gut, Optimierung. Tja, stirbt doch halt. So. Hilda, lasst eure dreckigen Wunden von meinen Äpfeln. Das ist jetzt natürlich richtig kackjes hier. Diese Berge hier. Was soll denn der Scheiß? Wer hat denn die da hingesetzt? Können wir vielleicht doch ein paar Bäume hier noch hinpflanzen. Sieht vielleicht ein bisschen schick aus. Hier, das sind Bäume. Zack. Ah ja, kann ich nicht hinbauen. Schade. Dann hier. Das Theater würde ich gerne einmal umsetzen. Das dürfte auch passen von den Ressourcen her. Ach Scheiße. So. Och Gott. Nee, das können wir so nicht lassen. Ich mir auch mal verklickt und direkt Scheiß aus ihm gebaut hier. Das geht ja nicht. Ich denke, so viele Aristokraten wie hier auf
dem Teil der Insel habe, also auf dieser Insel, werde ich auf keiner anderen haben. Eigentlich werde ich gar keine auf den anderen Inseln haben. Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. So und nicht anders wünsche ich mir das. Feuerwehr. Man soll ja meinen, ich bin in der Lage, aus meinen Fehlern zu lernen. Cool. So, hier schön Straße. Kommt hier noch ein kleiner Platz hin. Tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel. Hier kriegen wir doch bestimmt noch Höchstes hier. So. Wollte schon sagen. Da kriegen wir auch noch ein wunderschönes Denkmal hin. Kann ich zufälligerweise? Ja, sehr schön. Da ist es, das Feuer. Da kommt doch hier hinten an die Kapelle ran, willst du mich verarschen? Als ob der nicht an diese Kapelle... Ja, danke schön. Ich wollte es gerade sagen. Schule ist was anderes. Haben wir hier eine Schule, wo er drankommen könnte? Ich, doch, hier hinten, da ist eine Schule. Da wird er drankommen. Gewürzstand haben wir hier vorne. Da kommt er dran. Ja, fein. Ja, genau. Die kommen ja hinten an... die Schule kommen die hier an die Schule ran? Nee. Ach, hier vorne haben wir auch eine Kapelle. Da haben wir eine. Okay, also ist alles safe. Da ist die Schule, da kommt er dran. Okay. Also die dürften ja alle ganz gemütlich aufsteigen. Jawohl, Esel, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und lass dich nicht ärgern. So. Sind zufrieden mit euch. Das ist schön. Ja, lassen wir die ja sich erstmal probieren. So. Dann hier drüben geht's weiter. Kriegen wir zufälligerweise irgendwie einen Weg durch? Ich glaube nicht, ne? Schade. Was ist denn mit dem hier passiert? Der hat eine Kapelle, Theater, Badehaus, das Ding. Ach, der kommt da hinten nicht an seine Etepetete-Bekleidung. Kann ich 480 Tonnen kann ich mittlerweile hier einlagern. Ey, holy guacamole, das ist ja auch krass.
So, dann... Schön ein bisschen was mit Stein machen, ne? Ja, ich denke, das passt erstmal so. Dann bauen wir hier nochmal ein paar Häuser hin. Machen wir es so. Ein Stein, danke. Haben auch alles, denen fehlen nur ein paar Steine, um sich hier weiterzuentwickeln. Das freut mich doch zu hören. Gut, scheinbar sind die Aristokraten nicht in der Lage, sich mit der Pest zu infizieren, deswegen brauche ich da auch keinen Arzt hinstellen. Aber wenn dem so ist tatsächlich, dann kann ich doch die Bude ja auch wegreißen und da einfach eine neue hinstellen. Natürlich. Wunder, oh Wunder, es fängt wieder an zu brennen, die Hütte hier. Den Marktplatz hier kann ich doch bestimmt auch schöner hinstellen, oder? Aber ich lasse den da erstmal stehen, den brauche ich wahrscheinlich eh nochmal, muss ich sowieso eh nochmal umstellen. So, hier noch ein, da noch ein, da noch ein. Nein, kein schwuler Feldweg. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Ja. 4.320 Aristokraten. Wir haben fast die 5.000 Marke erreicht, sodass wir unendlich viele Schlossteile bauen können. Katsching. Vielleicht machen wir das, wenn wir irgendwann mal auf irgendeiner Insel mal noch zu viel Platz haben, dann kommt da unser Schloss hin. Just for the case that we have too much. Brauchen einen neuen Pavillon hier hinten. Badehaus und so dürfte aber alles noch fit gehen. Ach, gucke mal. Als hätte ich es ausgerechnet. Schick. Ich muss sagen, ich bin doch aber bis jetzt mit der Stadt doch sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde sie schön. So, machen wir hier noch ein bisschen Grünzeug in die Stadt. Da, wo wir eh nichts hinbauen können, da kann man da ja ein bisschen was Grünes hinpflanzen, so. So, ein paar Bäumchen noch gepflanzt. Rosmarin und der teure Safran, heuer zum Witwen- und Waisenpreis. Und der teure Safran. Der teure Safran, heuer zum Witwen- und Waisenpreis. Heuer
Zum Witwen- und Waisenpreis? Okay. Nehmen wir erstmal so hin. Unsere Lager sind immer noch gefüllt. Das ist sehr, sehr gut. 12.000 positive Bilanz, Alter. Ach du Kackjes. Okay, Tabak wird weniger. Stimmt, ich wollte eigentlich auch Alkohol hier mal produzieren, weil da habe ich gerade auch schon gesehen, da ist Not am Mann. Kümmern wir uns mal. Macht mal nicht so einen Krach hier, ihr Vögel. Oh, da sehe ich doch schon wieder hier irgend so eine hässliche Ecke. Schwule Scheiße. Ich würde sagen, wir ziehen es von rechts nach links hier. Zuckerrohr. Warte, da gucken wir jetzt erstmal nach, ob das... Oh. Krass. Die sind doch nicht so fit dabei, wie ich das ursprünglich gehofft hatte. Oh, die überschneiden sich ja auch teilweise doppelt. Aber es sind nur 70%, die sie da haben. Na, dann werde ich vielleicht doch einen weiter auseinander absetzen. So. Dann Zuckerrohr. Also hier hinten müssen wir erstmal ein neues Kontor hinsetzen. Natürlich wieder keine Materialien. So, Zuckerrohr. So, hier geht's gleich weiter. Abladen bitte. Und neues Zeug holen. Ist da jetzt jemand bei der Arbeit gestorben? Was ist das denn? Das ist ja schon Next Level Frechheit hier. So. Das passt alles. Rumbrennerei. 1, 2, 3, 4. Natürlich die Brunnen nicht vergessen. Warum hat denn hier so viel Stein an Bord? Ahoi! Das ergibt jetzt halt irgendwie keinen Sinn. Hatte 400 noch viermal Steine an Bord. In die Watten! Na gut, ist okay. Für mich ist, naja. Vielleicht ist er auch spontan nochmal irgendwie weggefahren oder so, wer weiß. Laden bitte. Zuckerrohr. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. So, weiter
weiter geht's. So. Dann einmal den Marktplatz umsetzen. Das Ding so und dann so. Oh, wirklich. Das war jetzt ganz wichtig, dass das noch fehlt, ja. Dann Zuckerrohr wieder. Das klingt ein bisschen wie eine Gatling gerade hier mit den Jungs. Okay. Zwei, vier, sechs, acht, neun mal Zuckerrohr. Für euren Erfolg steht euch ein Denkmal zu. Oh ne, den lassen wir dabei. Es gibt jetzt hier ein neues Schiff für den Alkohol. Von hier fährt das Schiff nach hier, lädt ein Alk, noch mehr Alk und noch mehr Alk, ausladen Alk und Alk. Viel Spaß beim Fahren, die Insel muss noch umbenannt werden. Die heißt ab sofort Oettinger. So. Passt schon. Ein neues Schiff muss gebaut werden. Ahoi. Dann sollten wir jetzt auch keine Alkoholprobleme mehr haben. Nahrung. Da kommt nur Alk. Neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Du bist... Tabak 1. Stoff und Schmuck 1. Das ist immer noch Tabak 1. Alk und Gewürze sind's. Ich wollte gerade Gemüse schreiben. Alk und Gewürze. Tabak, Schmuck und Stoff, Nahrung und Salz. Nahrung und Salz, so rum. Nahrung und Öl. Öl, so, meine Fresse. Du bist Alk, du bist Tabak. Meteor.
Edelsteine und Pilze. Nahrung und Tabak. What the fuck? Nahrung und Tabak. Meine Fresse, wie kann man denn so häufig auf diese scheiß Taste drücken? Also auf die falsche. Griffin ist der Lieferando. Damit dürfte ich jetzt eigentlich alle Schiffe benannt haben, oder? Nee, du fehlst noch. Hä? Achso, meine... Hallo? So. Meine Leertaste hat sich gerade verhakt. Du bist die 2. Irgendwo hatten wir doch hier noch Nahrung und Öl, oder? Nahrung und Öl. So. Du ankerst da, du ankerst da. Katharina, Lady of Eros. Gut, alle anderen haben jetzt einen ganz total tollen Namen bekommen. Gut. Meine Stadt wächst und gedeiht. Das finde ich sehr gut. Das bedeutet, wir können... Oh, gucke mal, Alter. Der Grünstreifen. Wie geil der aussieht. Da hatte ich jetzt ja fast nicht mit gerechnet, dass das so schick wird. Können wir gleich nochmal ein Denkmal hier hinsetzen. Eine Kathedrale wird nicht gebaut. Nein. Nein, nein. So, hier noch ein bisschen was. Marktplatz. So, da war die letzte. Okay, da kommt dann keine Nahrung. Ist aber kein Problem. Wir bauen hier einfach einen neuen Nahrungsstand hin. Und Stoffe und Gewürze und eine Feuerwehr und das Ding. Die Einwohner sind zufrieden. Ja, ja, natürlich. Verarschen kann ich mich alleine. So, hier haben wir das alles. Da kommen die aber auch dran. Sagen, wir können ja aber auch ruhig eine neue Kirche hinsetzen, eine neue Kapelle. So. Und ein neues Wirtshaus dürfte auch gehen. Obwohl, ne, pass mal auf. Wir machen das anders. So, hier hinten kommt es nämlich hin. Nein, keine Feuerwehr. Hier ein Wirtshaus will ich haben. Schule.
Und ein Arzt. Für dieses Linsengericht hätte Isau nicht nur sein Erstgeburtsrecht gegeben. So. Dann hier auch wieder der Reihe nach alles hinstellen mit Ständen. Und ja, dann warten noch mal. Oh, sag mir nicht, der kommt jetzt gerade so hier nirgendwo an die scheiß Schule ran. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ein gutes Bier muss auch schon sein. Die letzte Leine. Borscht. So, jetzt Schule, check. Badehaus, stimmt. Ein Badehaus wollen die Jungs noch haben. Das kriegen wir hin. Passt schon. So. Dann kommt hier hinten Obelisk hin und direkt daneben ein bisschen Steinstraße. Ihr kommt an alles ran, was ihr haben wollt, also stellt euch nicht so an. Hier, du kommst weg, Feuerwehr, und du kommst tretet hin näher und, riskiert einen Blick in und meine tretet Spiegel. Näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel, würde ich auch noch meinen. Ja, so Stück für Stück entwickelt sich die Stadt. Ich dachte, da wäre eine Lücke. Aber es läuft. Tabak muss ich nachproduzieren. Und Nahrung sieht irgendwie auch gerade nicht so ganz so gut aus. Ich würde sagen aber, das sind Punkte. Genau, erstmal Denkmal nochmal setzen. Aber das sind Punkte allgemein, die können wir in der nächsten Folge mal in Angriff nehmen. Denn ich habe vor, diese Folge an dieser Stelle zu beenden. Ja, genau. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken dafür, dass ihr alle so fleißig dabei seid, zuschaut. Und ich hoffe, ja, ich hoffe tatsächlich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Fertig, Volk.